إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, liebe Geschwister, freut uns das, dass ihr zahlreich erschienen seid. Und ich bitte Allah azzawajal darum, dass er uns allen die Sünden vergibt und dass er uns unser Herz reinigt, bevor Ramadan anfängt. Und dass Allah azzawajal uns die Kraft gibt, den Monat Ramadan auf beste Art und Weise zu verbringen. Allahumma amin. Und natürlich wäre es falsch, über ein anderes Thema zu sprechen, außer über Ramadan. Liebe Geschwister, viele Muslime werden traurig, vielleicht sogar schlecht gelaunt, wenn sie wissen, dass dieser Monat Ramadan auf sie zukommt. Nicht, weil sie diesen Monat verleugnen, in der Art, dass sie Kufr Unglaube begehen, nein. Aber sie sagen sich, schade, jetzt kann ich nicht mehr so leben in den nächsten 30 Tagen, wie ich sonst immer lebe. Wenn ich draußen auf der Straße bin und ich vernehme den schönen Geruch vom Essen oder vom Trinken, so gehöre ich zu den Leuten, die gerne zu einem Laden reingehen und sich dann entsprechend versorgen und mit dem Essen und mit dem Trinken herausgehen. Das kann ich nicht mehr tun. Ich kann jetzt auch nicht mehr so schlafen, wie ich vorher geschlafen habe. Das sind Gedanken von Leuten, die niemals den Geschmack des Iman gekostet haben. Denn ein Diener Allahs, ein Muslim, die größte Freude ist es, Allah Azza wa Jal zu dienen. Und diese Freude ist eine unermessliche Freude, die du dem Gläubigen mit nichts anderem ersetzen kannst. Wenn du ihm auch alles von dieser Dunya gibst und was in ihr ist, er wird nicht zufrieden sein damit, wenn er Allah Azza wa Jal, seinen Herrn, nicht anbeten kann. Denn diese Anbetung von ihm gegenüber seinem Herrn subhanahu wa ta'ala lässt ihn die gewaltige Süße im Herzen schmecken lassen, liebe Geschwister. Hast du einmal, so frage ich dich, o Diener Allahs, die Süße des Iman, des Glaubens gekostet? Wenn du sagst, ich habe sie schon mal im Leben gekostet, so frage ich dich, was hast du Gleichwertiges im Leben empfunden? Und die Antwort ist nur eine, nichts dergleichen. Bei Allah nichts dergleichen. Ich frage euch eine Frage. Wer von euch ist bereit, für einen riesigen Geldbetrag seine Religion des Islam zu verlassen? Wer? Seid ihr ehrlich? Ihr wisst nicht, über welchen Betrag ich spreche. Für 50.000? Für 100.000? Für 1 Million? 1 Milliarde? Ihr könnt mit dem Geld tun, was ihr wollt. Ihr habt keine Grenzen. Wer von euch möchte gerne die Religion verlassen für so einen Geldbetrag? Wallahi, wisset, ein Mu'min, ein Gläubiger, möge Allah uns unter ihn schreiben, du kannst ihm mit der gesamten Dunya kommen. Was es an Geld gibt, was es an Frauen gibt und was es an Genüssen gibt, dieser Diener Allahs wird mit nichts zufrieden sein, außer mit dem, dass er Allah Azza wa Jal anbeten kann. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوا Allah Azza wa Jal sagt, sprich,
mit der Gunst Allahs und seiner Barmherzigkeit, dass er euch den Koran, subhanahu wa ta'ala, als ein Lebensweg gegeben hat. Inna al-Quran yahdi lillati hiya aqwa wa yubashiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Allah azza wa jalla sagt, und der Koran leitet zu einem besseren Weg. Welcher Weg? Der Weg zur Zufriedenheit Allahs. Wenn du dich an den Koran hältst, wird Allah Azza wa Jal mit dir zufrieden sein. Und dieser Koran einzig und alleine leitet dich zu diesem Weg. Was sagt Allah Azza wa Jal über diesen Koran? Dieser Koran leitet zu einem besseren Weg. Und er verkündet dem Muslim, dem Gläubigen, der Gutes tut, dass er einen großen... dass er einen großen Erfolg erzielen wird, das Paradies. Das ist der Koran. Es reicht. Allah hat dir diesen Koran gegeben. Er hat dir gezeigt, wie du lebst, so dass du auch glücklich lebst. Und er, subhanahu wa ta'ala, hat dir Hoffnung in deinem Herzen gemacht, dass du das Paradies betreten kannst. Alleine das reicht uns als Freude. Und so sagt Allah azza wa jalla, mit der Gunst Allahs und seiner Barmherzigkeit, so sollen sie sich darüber freuen. So sollen sie sich darüber freuen, die Gläubigen, nicht über Geld, sondern über diesen Iman, den Glauben an Allah, subhanahu. So sollen sie sich darüber freuen, und das ist besser als alles, was sie in dieser Welt zusammentragen können. Allahu Akbar. Das ist die Freude für einen Gläubigen, der diese Freude auch tatsächlich empfunden hat. Aber leider, und das ist Fakt, nicht jeder hat diese Freude empfunden. So sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Er sagt, wenn du keine Freude in deinem Herzen empfindest, während du eine gute Tat machst, so wirf dir selber vor, dass deine Tat nicht richtig war. Denn Allah ist Ash-Shakur, der Dankbare. Er muss dir etwas geben für deine gute Tat, die du verrichtet hast. Was gibt Allah azza wa jalla dir? Eine Freude im Herzen. Hast du diese schon mal geschmeckt? Und ich möchte heute mit euch nicht nur über Ramadan sprechen, liebe Geschwister, nein, sogar ganz speziell über die Spuren der Anbetung. Wie verändern uns die Anbetung? Wie verändert uns die Anbetung? Jeder von euch weiß mit Sicherheit, weil er diese Eier schon tausendmal und vielleicht sogar darüber von uns gehört hat. Warum hat Allah Azza wa Jalla uns erschaffen? Wer sagt mir die Eier auf Arabisch? Na, ihr habt sie oft genug gehört. Fadal. Nochmal. Sehr gut. Der gut aussehende Mann ist nicht nur gut aussehend, sondern er hat auch Ayat von Allah Azza wa Jalla im Herzen. Wo steht die Sura? Die Ayat in der Sura? Nein? Aber in der heutigen Zeit kann man verstehen, weil jeder redet über Jinn. Nein. Sura al-Dhariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Jeder kennt von euch diese Ayat. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Wenn einer euch fragt, warum hat Allah uns erschaffen? Warum? Und ich hatte das gestern in der Khutbah erwähnt. Ein in unseren Augen erfolgloser Mensch, aber bei den Kuffar erfolgreich. Ein DJ, der jung war, der viel Geld hatte. Wie alt war er? 28. Also praktisch, er stand in der Blüte seines Lebens. Dieser hatte so viel an Aufträgen, er hat schon mehrere Millionen verdient. Was hat er daraufhin gemacht? Selbstmord. Und zuvor hat er darüber geredet, dass er nicht den Sinn des Lebens kennt. Guckt mal, ihr kennt ihn. Mit einer Ayah hat Allah Azza wa Jal euch begünstigt, dass ihr wisst, warum ihr lebt. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Wenn einer euch fragt, warum hat Allah uns erschaffen, dann sagen wir, damit wir ihm dienen sollen.
Jetzt kommt aber eine genauso wichtige Frage. Was ist der Sinn hinter dieser Dienerschaft? Was ist der Zweck, dass wir Allah Azza wa Jal dienen? Hier hört es bei den meisten Leuten auf. Sie wissen nicht, warum wir Allah Azza wa Jal Subhana dienen sollen. Auch dieses beantwortet uns Allah Azza wa Jal in Surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattakum. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, betet eurem Herrn an. Alladhi khalaqakum, der euch erschaffen hat. Walladhina min qablikum, und diejenigen, die vor euch waren. La'allakum tattaqun, damit ihr gottesfürchtig werdet. Nochmal die erste Frage. Warum hat Allah uns erschaffen? Damit wir ihm dienen. Aber was ist der Sinn hinter der Dienerschaft? Damit wir gottesfürchtig werden. Der Engländer würde sagen, that's all. Wir reden auch Englisch, Alhamdulillah. Das ist alles. Allah hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen, subhanahu wa ta'ala. Aber was ist der Sinn hinter der Dienerschaft? Damit wir gottesfürchtig werden. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Sind wir durch die Dienerschaft zu Allah? Wir alle beten Allah an. Wer von euch betet? Hände hoch. Alle, ja? Wer von euch ist ein Spion? Damit wir auch Klarheit schaffen. Auch die beten. Sheikh Kishk, rahimullah, ein Sheikh aus Ägypten, er hatte ein paar Sachen in der Aqida, die nicht ganz okay waren, aber inshallah, er ist entschuldigt, weil er ein blinder Sheikh war, aber er war wahrhaftig. Allah hat ihn sterben lassen im Sujud. Subhanallah, dieser Mann, ich kannte jemanden, der ihn kannte, und er hat mir Geschichten erzählt, wallahi, dein Herz springt dir aus der Brust heraus. Er war einmal im Gefängnis, wie immer, den haben sie regelmäßig abgeholt nach der Khutbah, weil er hat sich überhaupt nicht geniert, die Wahrheit zu sprechen. Möge Allah uns von den Leuten der Wahrheit machen. Und jedes Mal haben sie ihn abgeholt nach der Khutbah. Und dann haben sie ihn hingesetzt in das Gefängnis. Er sagte zu ihm, wollt ihr mir damit drohen? Ob ich in meinem Wohnzimmer sitze oder hier, ich kenne sowieso keinen Unterschied. Er war ja blind. Und so kam mein Bruder, hat mir gesagt, einmal war er im Gefängnis, da haben diese Verbrecher, und nur Allah kennt ihre Verbrechen, sie haben Hunde in das Gefängnis hereingeschickt, damit sie ihn zerfetzen. Und subhanallah, sie sind reingelaufen und als sie vor ihm waren, haben sie sich hingesetzt und keinen Mucks mehr gemacht. Subhanallah. Wer bestimmt, was sich bewegt und was nicht? La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Er war ein Wahrhaftiger und er ist im Sujud gestorben und es heißt über ihn, dass er, bevor er ein Dua gemacht hat, hat er 99 Namen allesamt genannt und dann hat er sein Dua gesprochen. Rahimullah ta'ala. Sheikh Kishk, er sagte, Allahumma irham as-saf al-thani wa al-thalith. O Allah, sei barmherzig mit der zweiten und der dritten Gebetsgruppe. Mit der zweiten und der dritten Gebetsreihe im Gebet. Sie sagten, warum nicht die erste? Er sagte, kulluhum jawasis, alles spielen. Ja, weil sie beten wo? In der ersten Reihe. Und bei uns ist sogar ein Markenzeichen, dass wer richtig nach der Sunna betet, dieser ist verdächtig von ihnen zu sein. A'udhu billah, schaut mal, welchen Zustand wir erreicht haben, liebe Geschwister. Deswegen, wir wollen wissen, warum wir Allah anbeten. Was bewirkt die Ibadah bei uns? Ich habe gesehen, alle beten, walhamdulillah. Wer von euch hat vor, im Monat Ramadan zu fasten? Und jetzt noch eine wichtigere Frage, den ersten Tag fasten alle. Wer hat vor, den gesamten Monat Ramadan zu fasten? Abdullah? Ehrlich? Ganz ehrlich? Sag Wallah. Inshallah, jetzt hast du ein Versprechen. Ja, der Ernst. Er weiß nicht, worauf er sich einlässt. Was hat das Gebet und das Fasten bei uns bewirkt? Das ist die Frage. Ich war eines Tages mit einem Bruder zusammen, liebe Geschwister,
Ein ganz lieber Bruder, subhanallah, er sagte mir eines Tages, hat er einen deftigen Streit mit seiner Frau gehabt. Diese Frau war von Ahlul Kitab. Ihr wisst ja, ein Muslim darf auch die Frauen von Ahlul Kitab heiraten. Wer sind Ahlul Kitab? Na? Die Juden und die Christen. Mit der Voraussetzung, dass diese Jüdinnen und Christinnen, die man heiratet, was? Muhsanat. Da kennt sich jemand aus. Ich denke, der hat schon mit dem Gedanken gespielt. Ja, Jüdinnen sind hübsche Frauen, das wissen wir. Das heißt, sie dürfen zuvor keine verbotenen Beziehungen gehabt haben. Und er war verheiratet mit so einer Frau und eines Tages, als ein Streit zwischen ihnen beiden war, so ist er rausgegangen nach diesem Streit und zum Gebet. Und er kam nach einiger Zeit wieder zurück. Und der Streit ging von vorne los. Da sagte diese Frau zu ihm, die keine Muslima war, aber subhanallah, Grips besessen hat. Sie sagte zu ihm, du gehst beten und kommst zurück vom Gebet und streitest mit mir weiter. Ich hätte wirklich gedacht, dass bei euch Muslimen das Gebet euch ändert. War sie Muslima? Aber was war für sie klar? Wenn man betet, so sollte man sich ändern. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, liebe Geschwister. Über Atharul Ibadah fi Hayatil Muslim. Die Spuren der Ibadah, des Gottesdienstes im Leben von einem Muslim. Wie sehr hat uns bis jetzt Koran und Sunna geändert? Ich stelle euch jetzt ein paar Fragen und ich bitte euch, ehrlich zu antworten. Anas, ijlis fil amam. So. Taha, ijlis fil amam. Kennt ihr Leute, die beten und lügen? Mel, kennt ihr Leute, die beten und lügen? Ich denke, es sind ein paar mehr. Kennt ihr Leute, die beten und eine Freundin haben? Nein. Ein Sheikh erzählte mir, sie waren einmal in einer Moschee und dann beteten sie hinter einer Person und er sagte, subhanallah, er war so schnell weg nach dem Gebet, das fällt einem ja auf. Aber manchmal hat man es ja eilig, aber dieser hat es eilig wegen einer anderen Sache gehabt. Auf einmal, als der Sheikh rausgegangen ist, hat er ihn mit seiner Freundin gesehen, Hand in Hand. Und eine Ehefrau ist was anderes als eine Freundin. Das unmittelbar nach dem Kennt ihr Leute, die beten und danach sofort rausgehen und eine Zigarette rauchen? Kennt ihr Leute, die beten und Drogen verkaufen? Ich bräuchte ein paar Hände mehr. Kennt ihr Leute, die beten und auf Allahs Namen in Lüge schwören? Allahu Akbar. Wir fragen, was hat ihnen das Gebet genützt? Hört diese gewaltige Ayah von Allah Azza wa Jal. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und mit anderen Worten, denkt mit mir nach, mit anderen Worten, wen das Gebet nicht abhält vom Schändlichen und Abscheulichen, so betet er richtig oder falsch? Falsch. Es gibt eine Überlieferung, aber die ist Munkar, das heißt, die ist nicht authentisch. Wem das Gebet nicht abhält vom Schändlichen und Abscheulichen, so hat ihm das Gebet nichts genützt. Das ist eine Munkar-Überlieferung, die nicht authentisch ist. Und einer, als er diese Überlieferung gelesen hat, dann sagte er sich, warum soll ich beten? Ich werde eh das Schlechte machen. Schaut mal, subhanallah. Welche Uqul, welche Gehirne diese Leute haben. Anstatt zu sagen, durch das Gebet werde ich besser, sagt er, nein,
Warum sollte ich beten, denn ich bin doch ohnehin schlecht? Wer von uns ist ein Engel? Antwort: niemand. Auch wenn einer dich Engel nennt, du bist kein Engel. Niemand ist von uns ein Engel. Jeder von uns begeht Sünden. Kullu bani adama khata wa khayrul khata'ina at-tawwab. Jeder von den Menschen begeht Fehler, Sünden, und die Besten unter denjenigen, die Sünden begehen, sind die, die reuig zu Allah Azza wa Jalla zurückkehren. Klare Eier, niemand von uns hat die Stellung von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aber unsere Aufgabe ist es, wenn wir auch keine Engel sind, uns auf beste Art und Weise zu bemühen, dass wir so gehorsam werden wie die Engel. Und die Engel, sie widersetzen sich Allah nicht in dem, was er ihnen anbefiehlt zu erhalten. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Engel macht nichts, was Allah missfällt. So hat Allah sie erschaffen. Könnte Allah uns auch so erschaffen? Er könnte, aber er hat es nicht getan. So hat er unterschieden zwischen Engel und zwischen Menschen. Und das sollte man verstehen. Wir sind keine Engel. Keiner erwartet von uns, dass wir 24 Stunden in der Moschee sitzen und beten. Keiner erwartet das. Nein, ein Muslim, er betet und er dient Allah Azza wa Jalla und er kümmert sich um seine Familie. Und ein Muslim, er lebt ein Leben, was erlaubt ist, aber er kennt die Grenzen von Allah Azza wa Jalla. Das ist das Leben von einem Muslim. Und niemand sollte denken, dass er besser ist als der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Überlieferung ist klar, als drei Leute vor dem Haus vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam waren, sagte einer: ich werde ab jetzt nie wieder schlafen, sondern die ganze Nacht durchbeten. Ein anderer sagte: ich werde ab jetzt nie wieder essen, sondern ich werde die gesamte Zeit fasten. Und einer sagte: ich werde die Frau nicht heiraten. Als der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam das hörte, er sagte: Wallahi inni akhshakum. Bei Allah, ich bin der Gottesfürchtigste unter euch. Wa man rahiba an sunnati falaysa minni. Aber wer sich von meiner Sunna abwendet, das heißt, wer so übertreibt in der Religion, er gehört nicht zu mir. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubt, diese Art von Leben zu leben? Antwort: nein. Wir sind keine Engel. Aber was ist unsere Aufgabe? Trotzdem sollen wir darauf achten, was Allah Azza wa Jal uns erlaubt hat und was er uns auch verboten hat. Denn die Gelehrten sagen: At-Taqwa ismun jami'un li fi'li ta'at wa tarki al-munkarat. Die Taqwa bedeutet, dass man alles, was Gehorsamkeit ist, verrichtet gegenüber Allah. Und dass man was unterlässt? Die Sünden. Das ist At-Taqwa. Wenn du das erreichst, diese Taqwa, gehörst du bei Allah Azza wa Jalla nicht zu irgendwelchen Dienern, sondern du gehörst zu den Awliya Allahs. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah Azza wa Jalla sagt über diese nahestehenden Dienern Allahs: wahrlich, die nahestehenden Diener Allahs, über sie soll keine Angst kommen, was Yawmul Qiyamah passiert. Und sie sollen auch nicht traurig sein bezüglich aller Dinge, die sie hier in dieser Welt hinterlassen, wenn sie sterben. Allah kümmert sich darum. Allah beschreibt sie, die geglaubt haben und ihn gefürchtet haben. Das sind die zwei Eigenschaften. Strebe an, zu den nahestehenden Dienern Allahs zu gehören. Wenn du zu ihnen gehörst, Allah Azza wa Jalla sagt: inna allaha yuhibbul muttaqin. Allah liebt die Gottesfürchtigen. Und wenn du gottesfürchtig bist, so ist dein Leben das wunderschönste Leben. Was denkst du, wenn du einen gewaltigen König kennst, der in der Lage ist, dir vieles von dieser Dunya zu geben? Wirst du dich nicht ihm näher fühlen? Jedes Mal, wenn du einen Wunsch hast, er erfüllt dir diesen Wunsch von der Dunya. Aber irgendwann, was passiert mit diesem König? Er stirbt. Aber Allah, Al-Hayyul Ladhi La Yamut, der Lebendige, der niemals sterben wird.
besitzt er mehr als ein König. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah besitzt alles zwischen Himmel und Erde, subhanahu wa ta'ala. Daher, lasst uns darüber reden, wie verändert uns die Ibadah. Einer von uns betet, aber er betet nicht richtig. Daher verändert ihn nicht die Ibadah. Was heißt, er betet nicht richtig? Er stellt sich auf zum Gebet. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Der hat einen Termin. Wann fällt ihm dieser Termin ein? Während er betet. Ein anderer, und bei Allah, ich lüge euch nicht an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seine Geldscheine, der zählt seine Geldscheine im Gebet. Ich habe jetzt hier keine, das ist was anderes. Der zählt seine, was? Geldscheine im Gebet. Er hat keine Geduld zu warten. Er muss jetzt im Gebet wissen, wie viel Euros er besitzt. Sonst hat er keine Ruhe im Gebet. So erreicht er die Ruhe im Gebet durch die Duld. A'udhu billah. Dieser betet falsch. Dann haben wir den Kandidaten. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Allahu Akbar. Hat er gebetet? Er hat nicht gebetet. Was war sein Bestreben in diesem Gebet, so schnell wie möglich fertig zu werden? Was sagt Allah Azzawajal im Koran? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wala dhikrullahi akbar. Und das Gedenken Allahs ist das Größte. Weil das Gebet wird auch Dhikr genannt. Und Allah Azza wa Jalla sagt, wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Und das Gebet ist schon etwas Gewaltiges, Großes, außer für wen? Für die? Für diejenigen, die in ihren Gebeten demütig sind. Je demütiger du bist in deinem Gebet, umso mehr Freude wirst du erleben in deinem Gebet. Was sagte uns der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, Hubbiba ilayya min dunyakum. Mir wurde am meisten was lieb gemacht von eurer Dunya? Parfüm und Tib und Anissa. Das heißt, das ist eine natürliche Liebe. Auch der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatte sie gehabt. Wer von euch liebt Parfüm? Alhamdulillah. Das müsst ihr auftragen, damit ihr auch eine Frau bekommt. Ja? Wenn ihr nach Männerschweiß riecht, dann sehen die Chancen nicht besonders gut aus. Es gibt welche, die haben ihre Socken so lange an, dass du sie schon an der Wand kleben kannst. So wirst du keine Frau bekommen. Er sagte, mir wurde von eurer Dunya was lieb gemacht? Das Parfüm und die Frau. Eine natürliche Liebe. Und er sagte, und das Gebet wurde mir zur Freude gemacht. Allahu Akbar. Das Gebet? Das Gebet wurde mir was zu was gemacht? Zur Freude gemacht. Allahu Akbar. Das heißt, anders als wir, hat sich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam auf das Gebet gefreut. Was uns anbelangt, wir sind in der ersten Raka und wünschten uns, dass wir schon in der letzten Raka wären, damit wir dieses Gebet hinter uns bringen. Nein. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihr wisst, wie sein Leben war. Er wurde gepeinigt. Er wurde gequält. Man wollte ihn töten. Und subhanallah, diese Qurayshiten, die Mushrikun, die Götzendiener, hätten ihn am liebsten tot gesehen. Und eines Tages, als er gebetet hat, vor der Kaaba, sallallahu alaihi wasallam, kamen die Qurayshiten und haben eine Tüte mit vollen Innereien vom Tier genommen und ihn über seinen Kopf geschüttet. Könnt ihr euch vorstellen, dieses mit einem Propheten zu machen? Und sie haben ihn auch in Uhud verletzt, den Gesandten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Er hat geblutet im Gesicht und die Zähne waren bei ihm zerschlagen. So hat er das Blut genommen. Schaut mal, was er sagte. Wie kann ein Volk erfolgreich sein? Wie können Menschen erfolgreich sein,
die dieses mit ihren Propheten machen. Wie? Er vollzog die Niederwerfung und sie haben diese Innereien über seinen Kopf geschüttet. Dann kam Fatima radiallahu anha, die noch ein kleines Mädchen war, und sie fing an, diese Innereien vom Kopf von ihrem Vater Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hinwegzunehmen. Er hatte kein leichtes Leben. Abu Jahl kam einmal und hat ihn so gewürgt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fast gestorben wäre. Oder einer der Sahaba. Oder einer der Mushrikun Affa. Subhanallah. Was sagte der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Er rief Bilal den Muadzin. Wer war Bilal? Bilal al-Habashi radiallahu anhu, er war der Muadzin vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte zu ihm, Ra'ihna biha ya Bilal. Mach endlich den Adhan, damit wir was jetzt spüren im Gebet? Unsere Ruhe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Damit wir unsere Ruhe, unser Vergnügen im Gebet spüren. Hast du einmal gebetet und du wolltest nicht, dass dieses Gebet aufhört? Was denken wir, wenn wir im Gebet stehen? Viele wissen nicht mal, was sie im Gebet sagen. Und das ist schlimm. Wir erwarten nicht von jedem, dass er die arabische Sprache perfekt lernt. Aber wir erwarten, dass jemand, wenn er Ayat rezitiert im Koran, vor allen Dingen die Surah Al-Fatiha, dass er in jedem Fall versteht, was diese Ayat bedeutet. Was heißt Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Ha? Alles Lob und Dank gebührt Allah. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Ar-Rahman Ar-Rahim, dem Allvergebenden, Allbarmherzigen, Barmherzigen. Was passiert, wenn du diesen Namen aussprichst von Allah? Du hast gerade etwas getan. Etwas, was nicht gut war. Und während du im Gebet stehst, du sagst Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah lobt sich selber gleich am Anfang der Surah. Al-Fatiha, Al-Fatiha ist die erste Sura, weil niemand Allah so loben kann, wie Allah sich selber lobt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, dem Barmherzigen aller Barmherzigsten. Spätestens jetzt, wenn du etwas zuvor an Sünde gemacht hast, was müsste passieren in deinem Herzen? Du musst was empfinden? Reue. Und aufgrund dieser Reue, die du jetzt empfindest in deinem Herzen, solltest du dich schämen, so etwas gegenüber Allah gemacht zu haben. Dann kommt die nächste Ayah, Maliki Yawmiddin, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Nachdem du dir vergegenwärtigt hast, Allah ist allbarmherzig, du schämst dich, dass du ihm gegenüber eine Sünde gemacht hast. Jetzt verstehst du und begreifst, dass er über dich abrechnen wird, Yawm al-Qiyam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Allah hat nicht gesagt, dir dienen wir, sondern dir alleine dienen. Und dich alleine bitten wir um Hilfe. Und erst kommt das Dienen, dann die Hilfe. Denn meistens wollen die Leute was erstmal erreichen? Die Hilfe und dann sagen sie, ja Allah, wenn du mir Vermögen gibst, dann könnten wir darüber reden, ob ich dich anbete oder nicht. Ja Allah, wenn du mir ein Kind schenkst, dann werde ich gucken, ob ich Ramadan für dich faste. Sind das wahrhaftige Diener? Bei Allah, diese Diener sind üble Diener. Denn sie machen Allah Bedingungen, ob sie ihn anbeten sollen oder nicht. Und Allah hat, kehren wir zurück zur Ayah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Allah hat ihnen befohlen, ihm zu dienen, unabhängig, ob Allah ihn gibt oder nicht gibt. Lasst uns heute unser Verstand öffnen, liebe Geschwister. Aber wenn Allah
von dir sieht, dass du ihm dienst, er wird dir automatisch helfen. Er hat dir doch diese Ayat offenbart. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Warum sollen wir Allah um Hilfe bitten, wenn er uns nicht hilft? Und dann kommt das Wichtigste. Ihdina siratan mustaqim. Leite uns, was? Den geraden Weg. Ich habe eine Frage an euch. Was ist der gerade Weg? Ist das der Weg, den wir denken oder den wir für uns erwählen im Leben? Ist das der Weg? Ist der Weg, der gerade Weg, dass wir sagen, okay, ich mische mir ein paar Sachen zusammen und irgendwie werde ich erfolgreich werden? Nein. Der gerade Weg ist der Weg von den Propheten und den Siddiqin, den Wahrhaftigen und den Märtyrern und den Salihin, den Rechtschaffen. Das ist der gerade Weg. Es geht nicht, dass du dich Muslim nennst und lügst und betrügst und Sinner machst und du klaust, manchmal auch noch im Namen der Religion, wie Abgeirrte das auch in dieser heutigen Zeit Ranima nennen. Wir beklauen die Kuffar. Masha'Allah. Sie schämen sich nicht bei Allah. Wisst ihr, dass sie Mädchen, ich sage Mädchen, ja, weil die sind meistens 16, 17, die können auch nur Leute hereinlegen, die wirklich gar nichts vom Islam wissen. Sie bringen ihnen in Sitzung bei, wie sie klauen, damit sie Ranima in den Läden machen. Und viele von diesen Mädchen haben Niqab. Jetzt überlegt, eine wird erwischt im Kaufhaus, die einen Niqab trägt. Das ist für die Leute das höchste Bild der Religiosität, oder? Jetzt überlegt, so eine klaut, weil diese Gauner es ihr so beigebracht haben. Was werden wir über diese Leute sagen, meine Geschwister? Der betet und klaut. Er weiß, dass das klauen ist. Wallahi, er weiß, dass das klauen ist. Aber er hat sich was eingeredet. Shaitan hat ihn etwas ausgeschmückt. Und zum Schluss hat er gesagt, das ist schon in Ordnung, was ich tue. Ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg, den Weg derer, den du deine Gnade erwiesen hast. Wer sind sie nochmal? Die Propheten. Haben Propheten geklaut? Haben Propheten gelogen? Haben Propheten Joints geraucht? Haben Propheten sich die widerlichen Filme angeguckt? Alles nein. Das ist As-Sirat al-Mustaqim. Und so viel Rechtleitung, wie du in dieser Dunya hattest, sagt Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, so viel Rechtleitung wirst du auch auf der Brücke haben, As-Sirat. As-Sirat ist die letzte Station, über die jeder hinweggehen muss. Und diese letzte Station ist direkt vor dem Paradies. Schafft es jeder über diese Brücke? Nein. Sie ist so dünn wie ein Haar und so scharf wie ein Schwert. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über diese Brücke? Er sagte, Dahdun Madilla. Diese Brücke lässt einen mit wankenden Füßen darüber hinweggehen. Was heißt wankenden Füßen? Kennt ihr das? Er zittert so extrem, wenn er über diese dünne Brücke geht. Und wenn er fällt, fällt er in Jahannam. Wie viele Jahre tief? 70 Jahre tief. Möge Allah uns alle bewahren. Wen befestigt Allah seine Füße? Nur den Gottesfürchtigen. Und ein jeder muss über diese Brücke hinweg. Al-Haythami rahimullah ta'ala hat eine Überlieferung als authentisch klassifiziert, wo der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder geht über diese Brücke, sei er ein Gläubiger oder ein Fajir, ein Übelstuender, ein jeder muss über diese Brücke, auch die Kuffar. Und wir haben gesagt, diese Brücke ist über was? Über Jahannam. Über was? Über Jahannam. Wenn sie über diese Brücke gehen, ein jeder von den Menschen, was erfasst sie automatisch? Das Feuer. Jeden. Ob Gläubigen oder Kafir. Nur er sagte, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam,
so ist das Feuer für einen jeden Gläubigen, wie das Feuer in der Dunya zu Ibrahim war. Allahu Akbar. Als Ibrahim a.s. von den Götzendienern hereingeworfen wurde in das Feuer mit einem Katapult, weil das das größte, heißeste Feuer gewesen ist, was jemals gerichtet wurde. Und so ist er hereingeflogen in dieses Feuer. Er war nackt und man hat ihn gefesselt. Das Einzige, was dieses Feuer verschlungen hat, war die Fessel. Und so ging er heraus und ging seines Weges. Qulna ya nar, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Allah sagt, wir sagten, o Feuer. Wer bestimmt die Gesetze? Allah Azza wa Jalla. O Feuer, sei kühl, aber nicht nur kühl, sonst die Kühle würde ihn auch schaden. Kühl und angenehm zu Ibrahim a.s. Was konnte ihm das Feuer antun? Nichts. Als Ibrahim a.s. seinen Sohn Ismail schlachten wollte mit dem Messer, denn er war gehorsam gegenüber Allah Azza wa Jalla. Allah hat es ihm befohlen. Aber Allah, Subhanahu, er macht alles mit seiner Hikmah. Als Ibrahim das Messer angesetzt hat am Nacken von seinem Sohn, das Messer hat nicht geschnitten. Wer hebt die Gesetze auf, wie er will? Allah Azza wa Jalla. Ein jeder geht über diese Brücke, Mu'min oder Kafir. Aber die Gläubigen, für sie wird das Feuer sein wie für Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kühl und angenehm. Aber der Kafir, walayyadu billah, er wird verschlungen von diesem Feuer. Überlegt mal, der Kafir, während er über diese Brücke geht, gibt es Sachen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Pflanze, er hat sie genannt, die Pflanze von As-Sadan. Das sind Stacheln, liebe Geschwister, wallahi al-azim, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich war einmal in der Türkei und da bin ich zum Strand gelaufen und ich hatte Hausschuhe angehabt. Und da waren im Boden so kleine, ich kann sie nicht mal beschreiben, Pflanzen, die stachelig waren. Wallahi, als ich reingetreten bin, durch die Schuhe sind sie durchgekommen und ich dachte, meine Seele fliegt gleich raus. Das waren kleine Stacheln. Und die, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier nennt, das sind Stacheln von Sa'dan. Das ist eine bekannte Wüstenpflanze, liebe Geschwister. Sie spitzen diese Person auf, während er auf der Brücke ist. Als hätte man auf der Brücke nicht schon genug Probleme. Wallahi billahi tallahi. Wenn diese Brücke As-Sirat über das Indische Ozean, 100 Meter drüber, in der Mitte von diesem Ozean gelegt werden würde, hätten wir nicht erbärmliche Angst, darüber zu laufen. Und wir würden wo nur reinfallen, in Anführungsstrichen, ins Wasser. 100 Meter. Und wir könnten das nicht vertragen. Wir könnten das nicht ertragen. Was denkst du, wenn du 70 Jahre tief in Jahannam hereinfällst? La yamutu fiha wa la yahya. In ihm, in Jahannam, wird er weder leben, wird er weder sterben, noch leben. Während er runterfällt, wird er geschmort. Wie sollten wir also unser Gebet beten? Unser Gebet nützt uns nur etwas, wenn wir auch in diesem Gebet aufmerksam machen. So sagt Ibn Abbas radiallahu anh, du hast nichts von deinem Gebet, außer von den Teilen, in denen du aufmerksam warst. Ich wiederhole. Du hast nichts von deinem Gebet, außer in den Teilen, in denen du aufmerksam warst. Was wollte uns Ibn Abbas sagen? Radiyallahu anhu arba. Er sagt uns mit anderen Worten, wenn du im gesamten Gebet keine Aufmerksamkeit hattest, dann hast du auch nichts vom Gebet. Du hast dein Gebet gebetet, du hast deine Pflicht gemacht, sah, dein Gebet ist gültig, aber du wirst dafür nicht belohnt. Und dieses Gebet wird dich auch niemals ändern. Schaut mal, was Allah sagt über die Propheten. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Und wenn
auf diese Propheten, die Allah angebetet haben, wenn sie im Gebet stehen und die Ayat, die Wörter Allahs hören, so werfen sie sich nieder in voller Ergebenheit und sie fangen an, bitterlich zu weinen. Als Umar ibn al-Khattab radiallahu anh einmal im Sujud war, sagte er, Ya Rabb, oh mein Herr, er sagte zu sich selber, Ya Umar, Hada du'a wa ayna al-buka. Das ist der Dua, du warst gerade in der Niederwerfung, aber wo ist dein Wein? Wie oft weinen wir im Gebet? Wenig, fast gar nicht. Bei manchen sind die Tränen ausgetrocknet. Und der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat einmal eine Aya gelesen aus Surat An-Nisa. Ein Sahabi sagte, als ich mich zu dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam umgedreht habe, habe ich nur gesehen, dass er geweint hat in diesem Gebet wie ein kochender Topf. Ihr wisst, der kochende Topf, er brodelt die ganze Zeit. So hat er geweint, sallallahu alaihi wasallam. Es gibt eine Überlieferung, die etwas Schwäche beinhaltet, dass Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu zwei schwarze Schwielen unter den Augen hatte, aufgrund des vielen Weinens. Abu Bakr al-Siddiq in einer authentischen Überlieferung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ich nicht da bin, soll wer vorbeten? Abu Bakr al-Siddiq. Dann sagte Aisha radiallahu anha, die Frau vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Tochter von Abu Bakr al-Siddiq, sie sagte, Ya Rasulallah, lass bitte nicht meinen Vater vorbeten, denn er ist ein weichherziger Mensch, er weint die ganze Zeit, so dass man nicht hört, was er rezitiert. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi, ich denke, euch passiert dasselbe wie mir, wenn wir solche Überlieferungen hören. Wir schämen uns. Und hier stellen wir fest, dass wir nichts sind. Vielleicht denkst du, in Berlin bist du ein großer Abu Mu'min, weil hier die meisten Verbrecher sind und Irregehende. Du sagst dir, MashaAllah, ich bete 5 Gebete am Tag. Eigentlich hätte man mir schon längst einen Orden geben sollen. Vielleicht denkst du so. Aber du weißt nicht, du Ärmster, wenn du dich mit den wahrhaftigen Gläubigen einmal tatsächlich vergleichst, so sieht dein Vergleich sehr, sehr bitter aus. Natürlich, wenn du dich mit Hamude, den Türsteher, vergleichst, du bist immer besser. Und wenn du dich mit Jasmin vergleichst in der Schule, oh Schwester, die mit jedem Jungen ausgeht, natürlich bist du besser. Aber wo bist du im Vergleich zu Abu Bakr al-Siddiq oder Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte bezüglich der Dunya, er sagte, schaut auf diejenigen, die unter euch sind. Und schaut nicht auf diejenigen, die über euch sind. Warum? Weil diejenigen, die unter euch sind, ihr werdet immer feststellen, dass Allah euch mehr Gnaden gegeben hat als andere, denen er weniger gegeben hat. Das ist in der Dunya. Aber in der Akhirah sollen wir auf wen schauen? Auf diejenigen, die über uns stehen. In der Dunya schauen wir auf die, die unter uns sind. Aber in der Akhirah auf die, die über uns sind. Wer sind diejenigen, die über uns stehen? Wallahi, es sind Leute, die Allah, pass auf, zu Vorbildern gemacht hat, damit sie uns motivieren, die guten Ibadat zu machen. Überlegt Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu arda, er steht einfach mal nach dem Isha-Gebet, die Überlieferung ist authentisch nach Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, er steht einfach im Gebet, nach dem Isha-Gebet, und er rezitiert, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, und er fährt fort, nach ein paar Stunden, قل أعوذ برب الناس ملك الناس bis er die Aya beendet hat من الجنة والناس. Er hat den gesamten Koran in einer Raka'a durchgelesen. Warum? Sie haben den Koran genossen. Amr ibn al-As radiallahu anhu, er hat jeden Tag den Koran durchgelesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ihn langsam.
lese den Koran im Monat so und so oft durch. Er sagt, ja, Rasulallah, ich sehe, dass ich mehr kann als dieses. Ich sehe, dass ich mehr kann als dieses. Er hat so lange dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam einen Einwand gegeben, bis der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dann alle drei Tage. Selbst als er seine Hochzeitsnacht hatte, hat er den ganzen Koran durchgelesen. Denkt einer daran von uns? Er bringt seine Braut nach Hause. Sie ist geschmückt. Er hat Bedürfnisse, sie hat Bedürfnisse. Und er, subhanallah, er liest erstmal den Koran durch. Kommt einer von euch darauf? Ha? Sagt es. Wallahi, bei manchen reicht es nicht mal für das Dua vor dem Geschlechtsverkehr. Das reicht nicht. Daher, liebe Geschwister, woher kommt diese Süße? Diese Süße, die ist nicht von dir, die ist von Allah Azza wa Jal. Und wenn er dir diese Süße gibt, dann wirst du Allah Azza wa Jal richtig anbeten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, heute seid ihr geizig mit den Salawat. Er sagte über Al-Ihsan, was ist Ihsan? Die höchste Stufe im Glauben. An takhsha Allah ka'annaka tara. In einer Überlieferung bei Imam Muslim. Ihsan, die beste Art der Anbetung ist, dass du Allah so anbetest, als ob du ihn, dass du einfach Allah so fürchtest, als ob du ihn sehen könntest. Das ist eine Überlieferung. Die andere Überlieferung bei Bukhari und Muslim. An ta'bud Allah ka'annaka tara. Dass du Allah so anbetest, als könntest du ihn sehen. Du bist jetzt ganz alleine im Zimmer. Ganz alleine. Niemand sieht dich. Trotzdem sind deine Bewegungen sehr angemessen für das Gebet. Du sagst, Allahu Akbar, niemand sieht dich. Ich weiß, dass wenn dich Leute sehen, dann machst du es noch langsamer. Allahu Akbar. Mit Handschellen, ja. Das wissen wir. Aber wenn du allein bist, die Frage ist, wenn du allein bist, wie betest du? Manche bewegen nicht mal den Mund, ja? Ein Bruder kam einmal in die Moschee herein und die Leute haben gerade gebetet und sein Blick fiel auf eine Person. Kann passieren, manchmal fällt dein Blick auf eine Person. Einer stand im Gebet, sagt ihm dann, was guckst du? So im Gebet. Allah, das ist traurig, dass wir so beten. Nein, manche von uns haben einen Streit mit ihrem Bruder und während er betet, und wir haben vorhin über einige Ayat gesprochen, er sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, was werde ich mit diesem machen? Ar-Rahman Ar-Rahim, ah, das wird ihm mit Sicherheit wehtun. Maliki Yawm, und er fährt fort. Zwischen den Ayat überlegt er, was er mit seinem Bruder machen soll. Das sind die Spuren der Ibadah, liebe Geschwister. Wenn du betest, ich korrigiere, richtig betest, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dich zu ändern. Höre diese Ayah, eine meiner Lieblings-Ayah im Koran. Allah Azza wa Jalla sagt, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ. Diejenigen, die spenden, weil wenn Allah dir die Gunst gibt und er gibt dir Geld, dann solltest du auch davon spenden. Abu Bakr. Wallah, es gibt welche, die sind sehr geizig. Das Geld klebt in seiner Tasche. Du kannst es nicht von ihm herausholen. Noch schlimmer, er ist nicht nur geizig, er motiviert auch andere, was? Geizig zu sein. Alladina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Und die, die geizig sind und andere dazu verleiten, auch geizig zu sein. Er sagt zu ihnen, willst du jetzt deine Zakat bezahlen? Du weißt doch, nächstes Jahr kommt dein Sohn auf die Schule, du brauchst das Geld. Schaut mal, subhanallah, er hält ihn ab, das Gute zu tun mit dem Geld. Nicht nur, dass er geizig ist, er verleitet auch andere Leute, geizig zu sein. Was sagt Allah Azza wa Jalla? Und diejenigen, die spenden, passt auf, wa qulubuhum wajila, während ihre Herzen dabei erbeben.
dass sie zu ihrem Herrn zurückkehren. Ich habe eine Frage an dich, O Dinamas. Hast du einmal eine Spende getätigt, Geld gegeben, eine Sadaqa verrichtet und dabei hast du so geweint, dass Allah dir mit dieser Spende verzeihen soll? وَقُلُوبُهُمْ وَجِلًا. Während ihre Herzen erbeben. Während du einen Armen gibst, es geht dir nicht um den Armen, sondern du gibst für wen? Für Allah Azza wa Jal. Und in dem Moment bebt dein Herz, weil du weißt, diese Spende, es könnte dir was? Den Eintritt in das Paradies gewähren und dich vom Höllenfeuer abwenden. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلًا أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Und diejenigen, die von dem ausgeben, was wir ihnen gegeben haben, während sie, während ihre Herzen dabei erbeben, dass sie zu ihrem Herrn Allah zurückkehren. Allahu Akbar. Warum verspüren wir das nicht? Weil unsere Herzen noch mehr gesäubert werden müssen. Wisst ihr, liebe Geschwister, dass es einen der Salaf gab, er hat einmal gebetet und hinter ihm ist ein gesamtes Haus eingestürzt, was man damals Haus nennen konnte. Und er hat dieses nicht mal bemerkt im Gebet. Ali ibn Hussein, Zainul Abidin, hat einmal in seinem Haus gebetet und er hat den Sujud vollzogen. Und er war lange im Sujud. Schaut man nur die Spuren der Ibadah, der Niederwerfung. Plötzlich fing sein Haus an zu brennen. Und er verblieb in der Niederwerfung. Und er betete Allah weiter an. Und er weinte. Später, als das Feuer erloschen ist, sagte man zu ihm, hast du nicht das Feuer in deinem Haus bemerkt? Hört, was er sagte. Zainul Abidin, rahimahullah ta'ala. Das größere Feuer hat mich mehr beschäftigt. Welches größere Feuer? In Jahannam. Subhanallah. Das größere Feuer hat mich mehr beschäftigt. Daher, ich würde am liebsten noch lange mit euch reden. Wallahi, das Thema ist sehr, sehr wichtig. Dass wir lernen, bi'idhnillah ta'ala, und ich schließe mit einem Hadith ab, dass wir lernen, nicht nur eine Ibadah gegenüber Allah zu machen, um es hinter uns zu bringen. Nein, mache nicht deswegen eine Ibadah, sondern bete Allah an, damit du ihm näher kommst. Merke dir das. Nicht um eine Sache schnell zu beenden, sondern du machst nur die Ibadah, um Allah was näher zu kommen. Einer betete einmal von den Muhajirun. Er war mit einem Sahabi auf einem Berg, sie sollten Wache halten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen das befohlen hat, wenn die Muschrikun kommt, dann sollten sie den Sahaba Bescheid sagen. Und er betete, während der andere schlief von den Sahaba. Plötzlich traf ihn ein Pfeil direkt in die Brust. Er nahm den Pfeil heraus und betete weiter. Dann trafen ihn drei Pfeile mitten in seiner Brust und er blutete sehr stark. Und er betete und betete. Als der Ansari, der Sahabi, dann aufgestanden ist und ihn gesehen hat, während er in diesem Zustand betet und geblutet hat, er sagte zu ihm, warum hast du mich nicht geweckt? So hätten wir ihm was antun können. Er sagte, Wallahi, ich habe gerade eine Sura rezitiert, die ich sehr liebe und ich wollte nicht mir den Genuss selber entziehen, diese Sura einfach so abzubrechen. Subhanallah. Möge Allah uns diese Süße im Herzen schmecken lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns nicht Ibadat machen lassen, damit wir sie schnell beenden, sondern damit wir unserem Herrn Allah Azza wa Jal uns mehr nähern. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns die Süße in dieser Dunya spüren lassen, auf dass wir hier schon das Paradies betreten haben, bevor wir bi'idhnillah ta'ala das höchste Paradies Yawm al-Qiyamah betreten. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Liebe Geschwister,
Heute war erst mal unser letzter Unterricht im Ramadan. Mache ich gewohnheitsmäßig keine Unterrichte. Das heißt, die Wochenunterrichte, die wir immer haben, Montag, Dienstag, Mittwoch und auch der Samstagunterricht, werden ausfallen im Monat Ramadan. Jeder soll die Möglichkeit haben, sich hauptsächlich mit dem Koran zu beschäftigen, inshallah ta'ala. Das Einzige, was ich vielleicht machen werde, da werde ich es euch nochmal, inshallah ta'ala, mitteilen, wenn das dazu kommen sollte, dass wir im Monat Ramadan, wie wir jeden Monat im Ramadan, eine ganze Sura behandeln. Eine Sura, die uns über alle Themen des Islam Aufschluss gibt. Und dieses würden wir, wenn wir die Sura machen, nach dem Asr-Gebet, jeden Tag machen, wenn jemand, inshallah ta'ala, Interesse hat und wir diesen Unterricht tatsächlich machen. Ist der herzlichst eingeladen hier im Monat Ramadan. Ansonsten viel Dua machen, dass Allah Azza wa Jal uns eine Ersatzmöglichkeit bietet. Hier sieht es schlecht aus, dass wir bleiben werden, liebe Geschwister. Und zum 30.06., wie ihr wisst, ist der Vertrag dann erstmal erloschen. Und wir sammeln Spenden auf das, wenn wir die Möglichkeit bekommen, etwas zu kaufen oder etwas anzumieten. Selbst wenn wir etwas anmieten, ihr wisst, die Räume müssen erstmal hergerichtet werden. All das kostet Kleingeld. Und daher bitten wir euch, dass wer etwas spenden möchte, er kann gerne auf mich oder auf Abu Hanifa zukommen und dann diese Spende vollziehen, inshallah ta'ala. Wir werden jetzt so lange sammeln, bis wir bi'idhnillah ta'ala etwas bekommen. Möge Allah Azza wa Jal uns eine Möglichkeit geben, dass wir barakafik, dass wir eine Ersatzmöglichkeit finden. Wallahi, wenn eure Herzen wirklich brennen, eine Moschee zu haben, die nach der Sunna agiert, walhamdulillah rabbil alamin, ihr kennt auch nichts anderes von uns, so ist euer Anteil, dass ihr auch viel Dua macht, spendet und auch etwas tut, damit wir diese Moschee weiter aufrechterhalten. Bi'idhnillah ta'ala. Wallahi, es ist schwer, wenn man überlegt, so viele Moscheen gibt es. Und subhanallah, wie wenige von diesen Moscheen, was lieben die? Die Sunna. Möge Allah so uns vergeben. Na, wir haben ein paar Minuten Zeit für Fragen. Inshallah ta'ala, wer eine Frage hat, kann sie stellen. Und die Frauen können ihre Fragen aufschreiben. Ein Bruder hat Asthma und er muss jeden, also jeden Tag seine Asthma-Tabletten nehmen. Wie soll er das machen? Soll er das im Ramadan absetzen? Oder ein Bruder hat Asthma, Shafa'ullah, möge Allah also ihm helfen und heilen. Wie soll er im Monat Ramadan verfahren? Er kriegt Tabletten wegen seiner Krankheit. Jetzt ist die Frage, Achil Karim, diese Tabletten, die er bekommt, nimmt er die einmal am Tag ein? Ja. Einmal am Tag. Dann soll er Folgendes machen. Wenn er sie nicht jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit nehmen muss, denn es gibt Tabletten, die muss man zu einem bestimmten Zeitpunkt nehmen, dann soll er, inshallah ta'ala, kurz bevor der Fastenbeginn anfängt, jetzt momentan ist, glaube ich, der Adhan um 3.35 Uhr, und wenn Dienstag, Mittwoch Ramadan sein wird, wir wissen es noch nicht, denn das hängt von der Mondsichtung ab, inshallah ta'ala. Ich denke, Dienstag oder Mittwoch habe ich so im Kopf. Allah alam, kann auch Mittwoch, Donnerstag sein, aber ich habe im Kopf Dienstag, Mittwoch. Mittwoch, Donnerstag. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall, ach so, ist der 16. schon. Okay. Schon berechnet. Dann soll er einfach, bevor er mit dem Fasten beginnt, soll er die Tablette zu sich nehmen und dann, alhamdulillah, kann er normal fasten. Naam. Wallahu ta'ala ala wa a'la. Tafadda. Was bedeutet die Aya in Surah Al-Waqi'a? Wa kuntum aswajan thalatha? Also, und hier drei Arten aufgeteilt werden. Allah Azza wa Jal sagt in Surah Al-Waqi'a, wa kuntum aswajan thalatha. Und an dem Tag, an dem ihr drei Gruppen sagen wird. Er beantwortet das. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaika al-muqarrabun, das ist eine Gruppe. Und Allah Azza wa Jal sagt, إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن. Wer sind die? Das sind die Leute zur Rechten. Wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama. Und die Leute der Linken. Oder man nennt sie, wie heißen die? Mash'ama. Mash'ama. Ja. Unheilvoll.
unheilvoll, Hafa. Ja, unheilvoll. Das heißt, die Leute, die denen es schlecht geht. Jetzt hat Allah Azzawajal drei Gruppen genannt. Einmal die Leute, die Paradiesbewohner, Ashab al-Maiman. Das sind Leute, die werden in das Paradies eingehen. Das sind Leute, die haben ihre Pflichten gemacht und sie haben Allah Azzawajal angebetet und haben gut gehandelt im Leben. Und wenn sie gesündigt haben, haben sie bereut. Das ist eine Gruppe. Die Unverheilvollen sind die Leute des Höllenbewohners. Das sind die Kuffar und die so gelebt haben wie die Kuffar. Möge Allah uns davor bewahren. Und dann kommt was-Sabiqun as-Sabiqun. Das sind die Allerbesten. Wer sind die Sabiqun as-Sabiqun? Das sind die Leute, die nicht abgewartet haben, eine gute Tat zu machen. Das heißt, wenn sie gesehen haben, jetzt gibt es eine gute Tat, sofort waren sie da. Sie haben nicht abgewartet, bis diese Tat an ihnen vorbeigezogen ist. Jetzt gibt es eine gute Tat, jetzt machen wir sie. Das sind As-Sabiqun as-Sabiqun, die Vorauseilenden, die Schnellsten unter ihnen. Und das sind die Wenigsten. Ulaika al-Muqarrabun. Allah Azzawajal sagt, das sind die Nahestehenden. Das sind tatsächlich die Nahestehenden zu Allah Azzawajal. Möge Allah Subhanahu uns unter ihnen machen. Na, tafadl. Es wird gefragt, wie soll ich mich verhalten? Mein Vater sagt mir, dein Bad oder ich. Entscheidet sich. Wie soll ich mich verhalten? Ein Vater sagt zu seinem Sohn, dein Bad oder ich. Wie soll ich mich verhalten? Sagt dein Bad, mein Bad und ich. Sag ihm, mein Bad und ich. Schaut mal, liebe Geschwister, diese Eltern größtenteils sind Juhal. Die haben meistens unter so kommunistischen Systemen gelebt. Man hat ihnen nur beigebracht, die Religion zu hassen. Die Religion war immer für alles schuld und. Ihr wisst schon, die Verbrecher dieser Welt, möge Allah sie vernichten. Sie haben das dem Volk beigebracht. Na? Und diese Leute sind Opfer gewesen. Und jetzt ticken sie auch so, wie man es ihnen beigebracht hat. Na? Deswegen soll der Bruder ruhig mit seinem Vater reden, sanft mit seinem Vater reden und ihnen beibringen, dass dieses eine Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam war. Eine Sunna bedeutet von seinem Lebensweg, aber trotzdem eine Pflicht. Und er soll ihm beibringen, dass er nur dieses macht, weil er den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam liebt. Will der Vater ihn dafür bestrafen, dass er den besten Menschen liebt. Und er sagt ihm, ich möchte dem besten Menschen folgen. Wenn die anderen folgen wollen, ist ihre Sache. Ich möchte dem besten Menschen folgen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadda. Fi kabar. Wenn man sagt, Ahmed Kitab, das heißt ja Leute der Schrift. Ja. Aber es ist ja Juden und Christen. Ja. Aber die haben ja auch, also Koran ist ja auch ein Buch geschrieben, oder nicht? Ja. Wie kann man das dann miteinander verbinden? Erstmal, sind die dann auch Ahmed Kitab oder nicht? Nein. Ahmed Kitab, sagt der Bruder, das sind doch Leute, die Schriften bekommen haben. Richtig. Das sind die Juden und die Christen. Na? Wir haben auch ein Buch bekommen. Richtig. Deswegen reden wir ja auch über Religionen, die Offenbarungsschriften bekommen haben. Zum Beispiel einer der Glaube von den sechs Säulen vom Glauben, vom Iman, ist der Glaube an die Bücher. Welche Bücher? Hä? Von Injil, vom Testament. Aber welches ist das ursprüngliche, was von Allah herabgesandt wurde? Auch von der Taurat, von den Juden, die Tora, welche ursprünglich von Allah herabgesandt wurde, bevor diese Bücher geändert wurden. Daran glauben wir. Aber wir Muslime haben auch ein Buch bekommen, aber wir sind nicht Ahlul Kitab. Okay? Wir sind nicht Ahlul Kitab. Diese Leute, Akhil Karim, die haben einen Vorzug von uns gegenüber den anderen Religionen. Daher dürfen wir von ihrem Fleisch essen, wenn sie es geschlachtet haben. Wir dürfen ihre Frauen heiraten, wenn ihre Frauen keusch sind. Mafhum? Das ist der Vorzug von ihnen, von Ahlul Kitab, gegenüber den anderen Religionen. Na, aber wir sind nicht von Ahlul Kitab. Wir sind Muslime, walhamdulillahi rabbil alamin. Na, tafadda. Es wird gefragt, wie ist das mit der roten Kleidung für Männer? Ist das Gebet gültig darin, wenn man mit roter Kleidung betet? Ist das Gebet gültig, wenn jemand in roter Kleidung betet? Das Gebet ist gültig, aber die Person hat eine Sünde nach der richtigen Ansicht der Gelehrten gemacht. Die rote Kleidung für Männer ist verboten, liebe Geschwister. Welches Rot meinen wir? Wir meinen nicht das Weinrot. Das ist Weinrot. Das meinen wir nicht. Wir meinen das helle, knallige Rot. Da. Zeig mal einmal hoch, Musa, von diesem Buch. Das ist Rot.
wenn dein gesamtes T-Shirt so aussieht oder deine gesamte Hose oder weiß ich nicht, so aussieht deine Jalabia, das ist nicht erlaubt für dich als Mann zu tragen. Ist allerdings das Rot gemischt mit anderen Farben, so ist das etwas anderes. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, tafadl. Arbeit angeboten bekommt, wo man keine Probleme mit dem Mieten hat, aber ab und zu der Zeit von Juma arbeiten muss, so kann man die Arbeit trotzdem annehmen oder sollte man sich trotzdem oder sollte man doch lieber eine andere suchen? Jemand bekommt eine Arbeit, aber er muss ab und zu am Juma muss er bei der Arbeit präsent sein. Wie sollte er das machen? Soll er trotzdem diese Arbeit annehmen? Besser, er sollte sich eine andere Arbeit suchen, denn das Freitagsgebet ist verpflichtend, liebe Geschwister. Ja, ayyuhal ladina amanu, idha nudiya lissalati min yawmil jum'ah, fas'au ila dhikrillah. O ihr, die ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dann beeilt euch zum Gedenken Allahs, das heißt zu den Gebeten in die Moscheen, den Häusern Allahs azza wa jal. Deswegen, ein Muslim, er vollzieht seine Pflichten und alhamdulillah, ich denke nicht, dass jemand hier verhungert, oder? Das heißt, selbst wenn er nicht gleich sofort eine neue Arbeit findet, sondern vielleicht 2 Wochen oder 3 Wochen oder 3 Monate später, keiner verhungert in diesem Land, oder? Alhamdulillah. Wir haben auch noch viele Dattelpackungen hier. Na. Die letzten 3 Fragen. Ist die Schule eine Entschuldigung für das Juma-Gebet? Ist die Schule eine Entschuldigung für das Juma-Gebet? Wenn man alles versucht hat, das heißt, man ist hingegangen, man hat denen vorgelegt, dass man ein Muslim ist und dass man zum Freitagsgebet gehen möchte, weil das eine Verpflichtung ist. Man hat ihnen das vorgelegt und sie haben das in jedem Fall abgewiesen, es verweigert, so tragen sie die Sünde, die du hast. Okay? Wallahu ta'ala ala wa anta. Es wird gefragt, wie wird das Tarawih-Gebet verrichtet? Also wie viel Raka, welche Schnelligkeit? Wie wird das Tarawih-Gebet verrichtet? Schaut mal, das Wort Tarawih, das Wort kommt von Erholung. Das Wort kommt von Erholung. Wallahi, deswegen wundere ich mich über die Jet-Imame, die nichts mit Erholung zu tun haben. Das Wort Tarawih, welches Wort steckt da drin? Ha? Raha. Das heißt, was? Was heißt Raha? Ruhe. Ruhe, Erholung. Einer hat so schnell gebetet, dass selbst die Türken ihn dann zusammengeschlagen haben. Und die sind wirklich an einem schnellen Gebet gewohnt. Der hat ein Interview vom Krankenhaus gemacht, warum er geschlagen wurde. Ja, deswegen. Tarawih kommt von Raha, das heißt Erholung, Ruhe, schön langsam. Schaut mal, subhanallah, die Überlieferung bei Bukhari Muslim von Aisha radiallahu anha. Sie sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Ramadan und außerhalb Ramadans nie mehr als wie viel Raka? Als 11 Raka gebetet. Dann sagte sie weiter, und hättest du nur gesehen, wie schön und langsam er sie gebetet hat. Subhanallah. 11 Raka, aber schön und langsam, mit Genuss. Na, daher ist das gegen die Sunna, wenn man das schnell betet. Ich meine, warum machst du jetzt 20 Raka und willst die in 15 Minuten durchkappen? Warum? Dann mach doch 11 Raka, geh nach der Sunna und bete eine kleine Sura, aber in Ruhe, subhanallah. Wo ist das Problem? Aber wenn Beshik das spielt, dann muss man das. Fenerbahce, Jimbumbo. So ist das bei den Möglicherweise uns bewahren. Na, letzte Frage. Welche Möglichkeiten gibt es, um zu spenden für die Moschee? Welche Möglichkeiten gibt es, um zu spenden für die Moschee? Inshallah werdet ihr in Kürze eine Bankverbindung von uns erhalten. Aber solange das nicht der Fall ist, aber wir hoffen, dass das nächste Woche spätestens inshallah ta'ala geklärt wird, solange hindert uns trotzdem nichts daran zu spenden, wie ich gesagt habe. Man kann es vertrauenswürdigen Brüdern geben. Ja? Nicht, wenn du siehst, dass er danach ein neues Auto hat, dann vertrauenswürdigen Brüdern geben, wo du weißt, er gibt uns das dann auch, inshallah ta'ala. So lange sparen wir privat, bis wir das Bankkonto haben. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Und nochmal, im Ramadan fallen erstmal die Unterrichte aus. Ob nach dem Asr jeden Tag ein Tafsir-Unterricht stattfindet, werdet ihr noch mitbekommen, inshallah. Jazakum la khairan wa barakallahu fikum.